Als nächster Redner am Wort Gerd Schmid. Er ist fraktionslos. Danke, Herr Präsident. Sehr geehrte Herren Bundesminister. Die anhaltende Welle von Kriegs- und noch mehr Wirtschaftsflüchtlingen macht es erforderlich, dass unsere Bundesministerien verstärkt zusammenarbeiten, dies sowohl in der Sache als auch finanziell, wobei das Budget klar einzuhalten ist. Konkret anzusprechen ist hier die Zusammenarbeit des Verteidigungsministeriums mit dem Innen- und Außenministerium. Die Europäische Union hat mittlerweile mehr als ausreichend bewiesen, dass sie nicht in der Lage ist oder kein Interesse hat, die Außengrenzen zu überwachen bzw. zu schützen. Auch dieser Missstand belastet unser Budget. Sie, die EU, paktiert lieber mit einer Erdogan-Türkei und wirft dabei sämtliche europäischen Grundwerte über Bord, denn über die menschenrechtliche Lage in der Türkei sind wir uns doch alle einig. Ganz zu schweigen von den Zahlungen an die Türkei, welche mit sicheren Außengrenzen von vornherein nie Thema werden. Es kann nicht hingenommen werden, dass dieser Türkei auch noch weiterhin der EU-Beitritt in Aussicht gestellt wird und obendrein auch noch quasi als dubiose Leistungsprämie eine Visa und somit uneingeschränkte Reisefreiheit gewährt werden soll. Eine überaus undemokratische Türkei, deren Staatsgebiet sich zu 90% definitiv nicht in Europa befindet, hat keinen Anspruch, in einer demokratisch geführten EU aufgenommen zu werden. Sichern wir unsere Grenzen selbst, denn weder die EU, geschweige denn auf die Türkei, ist Verlass. Danke.